Heute beginnt unsere Rundreise und wir fahren mit dem Bus nach Dubrovnik. Ein kurzer Stopp an einer Anhöhe ermöglicht uns einen ersten Blick auf diese historische Altstadt. Noch heute ist die Altstadt von einer massiven, im 16. Jahrhundert fertiggestellten Stadtmauer umgeben, der berühmten Wall of Dubrovnik. Hier ist der höchste Turm der Mincetta-Festung aus dem 14. Jahrhundert. Berühmtheit erlangte er und auch viele Plätze in der Festung durch die Serie Game of Thrones. Über das Pile-Tor gelangen wir jetzt in die Altstadt. Gleich zu unserer Linken befindet sich die Erlöserkirche aus dem 16. Jahrhundert. Hinter uns befindet sich der mit einer Kuppel versehene Onofrio-Brunnen. Der Brunnen entstand bereits 1438 und wurde über ein stadteigenes Aquädukt mit Trinkwasser aus einem 12 Kilometer entfernten Fluss gespeist. Viele seiner Skulpturen und Verzierungen gingen jedoch beim Erdbeben 1667 verloren. Verblieben sind 16 in Stein gemeißelte Köpfe, aus denen heute Wasser in ein Becken fließt. Von hier aus führt uns eine Prachtstraße weiter zum Torre del Reloj, dem Tor am Uhrturm. In einer Seitenstraße befindet sich die orthodoxe Kirche zur heiligen Verkündigung. Hier auf dem Altstadtmarkt ist für jeden was dabei. Gemüse, Blumen, Fotos und unsere Jungs haben wieder Blödsinn im Kopf. Der Rektoren- oder Fürstenpalast war ursprünglich ein gotischer Palast mit Rekonstruktionen aus Renaissance und Barock. Durch zwei Explosionen, die erste im Jahr 1435, die zweite 1463, wurde der Palast teilweise zerstört und wieder aufgebaut. Auch bei dem großen Erdbeben 1667 wurden Teile vom Palast zerstört und wieder aufgebaut. Im Palast befand sich ein Saal für den Kleinen Rat, für den Rat der Weisen, außerdem die Wohnung des Fürsten, ein Saal für die Richter, mehrere Amtszimmer, eine Registratur, ein Gefängnis, ein Speicher und ein Waffenlager. Heute befinden sich dort unter anderem Museen. Gleich gegenüber des Rektorenpalasts befindet sich die Kathedrale von Dubrovnik. Der Bau der ersten Kathedrale fand bereits im 13. Jahrhundert statt. Zu verdanken war die Erstellung des einst romanischen Baus dem berühmten englischen König Richard Löwenherz. Er erlitt vor der Küste Kroatiens Schiffbruch und spendete zum Dank eine erhebliche Summe. Doch wie so vieles in Dubrovnik fiel auch die Kathedrale 1667 einem Erdbeben zum Opfer. Der heutige Bau im Stil des römischen Barock wurde allerdings von 1672 bis 1713 wieder neu erbaut. Durch das Tor beim Glockenturm
kommen wir jetzt zum Alten Hafen. Zeig noch mal, Fisch. Schön. Bei unser Mittagessen. Super. Gestern war bei uns. Hier in der Altstadt befinden sich die Prachtbauten auf engstem Raum. Das ist die Kirche des heiligen Blasius. Hier nochmal der Uhrturm. Dubrovnik lädt einfach zum Bummeln ein. Egal, ob über die Prachtstraße oder durch die kleinen Gässchen. Game of Thrones Fans kommen hier in diesem Laden voll auf ihre Kosten. Heute ist rosiger Freitag und auch hier hat der Karneval das Zepter übernommen. Es wird Abend, die Sonne geht unter und ein Hauch von Mystik legt sich über die Stadt.